So, also die brennend heiße Frage wurde mir noch nicht wirklich beantwortet, ob der Redakteur zurückgepfiffen wurde, aber ich muss ihn ein bisschen entschuldigen. Er hat mich sehr kurzfristig versetzt. Kurz nach 12 hat er mir dann den Termin abgesagt. Er war sich noch nicht entschlossen und er hat mir mitgeteilt, dass es im Redaktionsmeeting dann beschlossen wurde, dass die Redaktion den Termin nicht wahrnimmt. Das war das Gespräch bei der Wahlausschusssitzung in Kärnten. Der Wahlausschuss wurde belehrt zum Thema Verschwiegenheit und Neutralität. Und dann gab es gleich mal eine große Überraschung. Es war noch ein Kandidat da, der schon längere Zeit vorher die Bewerbung abgegeben hatte, nämlich ein Herr Samuel Speithelsbach. Von dem wusste niemand, auch da hat der Zeitungsverlag kein Wind mitgekriegt. Er ist davon ausgegangen, dass nur der zweite Bewerber da ist. Auch der Bürgermeister muss davon nichts mitgekriegt haben. Also das ist auch in der Verschwiegenheit behandelt worden. Das muss man Kärnten schon mal sehr hoch dem Rathaus anrechnen. Als ich mich in Welzheim und Urbach beworben habe, da lief sofort das Telefon heiß und der Zeitungsverlag wusste unmittelbar kurz nach Betreten des Rathauses aus sicherer Quelle, dass ich kandidiert habe. Also wer da nicht dicht gehalten hat, wissen wir nicht in Welzheim. Spielt auch jetzt hier keine Rolle. Hier wurde dicht gehalten. Es gab noch einen Überraschungskandidat, Samuel Speithelsbach aus Grabenstein, irgendwo im Schwarzwald. Ich hoffe, wir lernen den Mann mal kennen. Der Zeitungsverlag muss jetzt natürlich noch mal die ganzen Pläne neu schmieden. Und dann auf Platz 3, also man muss wissen, bei der Liste zählt der Eingang der Bewerbung. Und der amtierende Bürgermeister hat die Kandidatur als erstes eingereicht und eben der Herr Speithelsbach als zweites, der Herr Paulowitsch als dritter und ich am letzten Tag, wie immer, als letzter auf der Liste, dann meine Kandidatur eingereicht. Ja, liebe Freunde, ihr seid neugierig, was gibt es noch Neues? Das Format wurde beschlossen. Ja, viele machen das Format. Es ist eine Einzelkandidatenvorstellung, in dem jeder Kandidat 15 Minuten Sprechzeit hat und anschließend 10 Minuten können Fragen aus der Bürgerschaft beantwortet werden. Ja, und die Moderation dieser Veranstaltung macht der Herr Maubach. Und ja, die Kandidaten müssen den Raum verlassen. Dort müssen die Veranstalter auf die Gleichheit achten, da sie sonst eventuell Probleme bei dass sie sich eine Wahlanfechtung einfangen eben. Dafür hat man schon ein bisschen Respekt gekriegt, dass dieses Mittel auch gezogen wird. Die Veranstaltung, die Kandidatenvorstellung der Gemeinde oder der zwei Gemeinden Rommelshausen und Stetten in Kärnten findet im Bürgerhaus statt. Und zwar am 17.09. um 19 Uhr. Was natürlich schon vorher geklärt war, der Termin war schon da, der ist schon bekannt, dass im Wahlausschuss auch schon besprochen wurde, dass am 24.09. der Zeitungsverlag seinen Termin gesetzt hat. Jedoch ist dort noch nicht bekannt, wo der Zeitungsverlag seine berühmte
Podiumsdiskussion mit seinem Superstar Thomas Hornauer und seiner Supershow-Veranstaltung abhält. Ich würde das Lichtkristallzentrum bei mir im Blüderhause empfehlen oder so. Ja. Oder ja, lassen wir mal die Schmeißel beiseite. Ja, also da habe ich schon ein bisschen gespürt, wie die Ausrichtung vom Zeitungsverlag ist. Das ist schon so eine selbstverständliche, standardisierte Einrichtung, die ich als sehr gefährlich und als ungesund sehe, wie eben dann schon, später können wir nicht machen, weil da ist ja schon der Zeitungsverlag und viele haben durchgeschnauft, weil noch irgendwelche Parallelveranstaltungen an diesem Dienstagabend sein sollten. Und ja, jetzt dürfen wir uns noch überraschen lassen, wo der Zeitungsverlag seine Showveranstaltung tätigt mit redaktionellem Charakter oder mit kommunalwahlrechtlichem Charakter. Ja. So, okay, dann das war's. Neues aus Kernen. Euer Beitrag von Kanal Telemedial, der einzige schnelle regionale Berichterstatter, der noch schneller euch auf dem Laufenden hält. Wieder Zeitungsverlag mit seinem Online-Portal. Wir sind die Ersten.